Hey meine Süßen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war gestern ein wenig auf YouTube unterwegs und habe da bei der lieben Emily den Mami-Tag gesehen und fand ihn dann gleich auch so schön, dass ich ihn nachmachen wollte. Und um nicht länger um den heißen Brei herum zu quatschen, fangen wir auch damit an, mit der ersten Frage. Seit wann machst du YouTube? Aktiv jetzt auf diesem Kanal noch nicht so lange. Ich hatte vorher einen Kanal, da kamen auch schon Videos. Habe ich sagen, so 3, 4 Jahre schon. Größtenteils habe ich natürlich geguckt und dann habe ich auch zwischendurch auch mal das ein oder andere Video gemacht. Die zweite Frage ist, warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, warum habe ich angefangen? Ich fand eine schöne Möglichkeit, sich der Welt mitzuteilen und außerdem auch noch, gerade wenn man vielleicht auch etwas schüchtern ist, um auch mal Leben dann irgendwie mal freier sprechen zu können, sozusagen als kleine Übung mit. Und ja, die dritte Frage lautet, welche YouTuber haben dich inspiriert? Das war zum einen damals noch Sammy Slimani. Ich glaube, die meisten von euch werden ihn kennen. Ansonsten habe ich dann keinen weiter so wirklich aktiv verfolgt. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Zurzeit inspirieren mich natürlich die Emily unter anderem mit und dann Fräulein Chaos, der Alex von Gutmensch Alex. Ich werde euch mal die Kanäle mit unten rein verlinken, auf alle Fälle. Ja, die vierte Frage. Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind sie? Und sind noch weitere Kinder geplant? Ich habe eine Tochter, die ist dieses Jahr 6 Jahre alt geworden. Und für mich persönlich sind keine weiteren Kinder geplant. Fünftens, zeigst oder zensierst du deine Kinder und warum? Wie man vielleicht sieht, zeige ich meine Kleine relativ selten und dann auch unzensiert. Ich finde da jetzt großartig nichts dabei, obwohl es wirklich viele Idioten im Internet und auch draußen gibt. Hatte ja Emily auch schon erwähnt. Ich verlinke das Video von ihr auch mit unten rein, was sie zu dieser Frage gesagt hat. Ja. Sechstens. Wie steht dein Partner zum Thema YouTube? Was sagen Freunde und Familie? Mein Partner kann nichts dazu sagen, weil ich habe keinen Partner. Schon sehr lange Zeit nicht mehr. Von der Familie weiß es eine Cousine und mein Bruder, aber nicht aktiv sind die beiden und die finden das jetzt, ich glaube, die finden das so eher neutral, würde ich jetzt mal sagen. Und Freunde, einige tun es natürlich, kriegt man auch immer Rückmeldung, weil die das auch schon ziemlich manchmal witzig vielleicht finden, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so beurteilen kann.
Siebentens. Wurdest du schon mal von Zuschauern auf der Straße angesprochen? Nein, wurde ich nicht, weil dafür ist mein Kanal noch ziemlich klein. Und ich glaube, hier in dem Ort, wo ich wohne, gucken auch das nicht so viele oder verfolgen einen nicht so und sind halt auch nicht so aktiv auf dieser Social Media Plattform. Ja, achtens, bereust du etwas aus deiner YouTube-Zeit? Eigentlich nur, dass man es wirklich längere Zeit auch mal schleifen lassen hat und nicht wirklich aktiver dran gearbeitet hat, weil es mir persönlich schon großen Spaß macht, Videos zu drehen und einfach loszuquasseln und so weiter. Ansonsten bereue ich eigentlich nichts weiter aus dieser YouTube-Zeit. Ja, und die neunte und letzte Frage auf diesem Kanal mit diesem Video ist: Mit welchen YouTubern hast du Privatkontakt? Privatkontakt habe ich so gesehen nur mit Lena. Ich werde euch ihren Kanal auch mit unten verlinken. Ansonsten habe ich jetzt so großartig mit keinem YouTuber Privatkontakt, außer wenn man halt mal bei denen kommentiert oder so. Es ist ja jetzt nicht, dann nicht so wirklich die Kontaktbasis vorhanden. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit einschalten würdet. Bis dahin, habt einen schönen Tag.